Herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wunderschön die Natur, oder? Wunderschön. Und wisst ihr was, was mich traurig macht und deprimierend ist, und frustrierend und wütend, dass Menschen es gibt, die einfach den Müll in die Natur kippen. In die Flüsse rein, in die Wälder rein. Und das regt mich sowas von auf. Ich denke mal, wie kann man nur so eine schöne Landschaft verschmutzen? Warum kann man den Müll nicht weg wieder mitnehmen? Plastikmüll, wenn man das hinlegt in der Natur, das dauert ja hunderte Jahre, bis es verdorrt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Es gibt viele, die Müll sammeln. Herzlich lieben Dank dafür. Und zwar auch der Edwin Hess, ein Bekannter von mir. Vielen herzlichen Dank. Ich werde ein paar Bilder von ihm hier reinstellen, damit ihr sehen. Ja, dass es sich einfach lohnt, Müll zu sammeln, beziehungsweise erst gar nicht den Müll in die Natur zu schmeißen. Und Müll sammeln kann jeder. Kann jeder. Immer. Immer. Schockende Bilder, was man da gesehen hat, und macht einfach nur traurig, wie man die Umwelt so verschmutzen kann. Deswegen erst gar nicht verschmutzen, zweitens Müll sammeln gehen und drittens einfach plastikfrei leben. Plastikreduziertes Leben, plastikfreies Leben. Plastikmüll. Wisst ihr eigentlich, dass nur 11% wiederverwendet wird? Also recycelt wird? Nur 11%. Die anderen werden verbrannt, beziehungsweise dann auch nach Asien geschickt. Vertuckert. Und die landen wieder in den Weltmeeren. Oder die verbrennen das einfach. Also macht mit. Werdet plastikfreier, plastikreduzierter. Macht was für die Umwelt. Und sammelt Müll. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Liken. Danke fürs Teilen. Schön, dass du dabei bist. Und bis zum nächsten Mal.